Die Wahrnehmung ist die eine Seite, das rein mechanische Handeln des Menschen ist dann auf der anderen Seite, was dazugehört. Eine fast genauso antike Geschichte, was das Handeln, das Ausführen angeht, ist Fitts Gesetz. Also der Herr schreibt sich wirklich mit, oder hat sich geschrieben mit S am Ende. Fitts Apostroph Gesetz deshalb. So eine analoge Erkenntnis auf der Seite des elementaren Ausführens von irgendwelchen Handlungen, erkennen und darauf reagieren. Ich zeige das hier mal sofort in Aktion. Ich habe ein kleines Programmchen geschrieben in Python, um das mal in Aktion zeigen zu können. Ich zeige mal sofort, was er tut. Also, bei Fitts geht es darum, ich habe irgendwelche Elemente, die ich zum Beispiel mit einem Mauszeiger oder einem anderen Gerät, ich kann auch den Stift nehmen, erreichen muss. Diese Elemente sind in verschiedenen Abständen zueinander und sie sind in verschiedenen Größen zueinander. Jetzt habe ich hier einfach ein Programmchen geschrieben, was einen Knopf nimmt. Dieses Programm hat einen einzigen Button, in der Größe verstellt, zufällig den Knopf in der Größe verstellt und den Knopf zufällig irgendwo platziert. Und offensichtlich ist das so, es gibt zwei Effekte. Einmal die Größe des Knopfes, je größer der Knopf ist, umso schneller kann ich ihn drücken, umso leichter kann ich ihn erreichen. Und je weiter weg der Knopf ist, umso länger wird das dauern, ihn zu drücken. Und wenn man jetzt hier das nochmal ordentlich macht und Daten einsammelt, kann man versuchen, diesen Zusammenhang zu studieren. Und dann gibt es eben eine Vorhersage von Herrn Fitts, die auch in Dutzenden an Experimenten immer wieder nachgewiesen wird, wie das dann auch wieder mal logarithmisch zusammenhängt. Ich erzähle jetzt mal gerade was zu meinem Programmchen hier. Also wie üblich in Python mit PyQt, der ganz übliche Kram. Ich habe eine Minimaloberfläche gebaut im Qt-Designer, ein Fenster mit einem Knopf drin und ich nehme diesen Knopf und verstelle die ganze Zeit einfach seine Position und seine Größe. Ist nichts Großartiges eigentlich drin. Ich baue die Application, lade dieses User Interface, was ich mit dem Qt-Designer gebaut habe. Der Statusbar, der hängt dann immer noch drin, unten diese Fußzeile, der nervt. Ich möchte jeden Platz nutzen, deshalb mache ich den aus. Und dann sage ich eben, wenn dieser Knopf geklickt wird, er hat den Namen Push-Button dann sinnvollerweise, wenn dieser Knopf geklickt wird, bitte meine Funktion Klick aufrufen. Und was diese Funktion Klick macht, ist schlicht und ergreifend, sie misst die Zeit erstmal, sie nimmt die Zeit, sollte ich sagen, sie stellt eine neue Größe ein, randomRandInt erzeugt eine Zufallszahl von 15 bis 100, sie stellt eine neue Größe ein für den Knopf, sie erzeugt neue X- und Y-Koordinaten für den Knopf, schiebt ihn dahin, bestimmt, wo der Mittelpunkt ist. Und dann merkt sie sich, erstens, wie groß ist der Knopf, zweitens, wie weit weg ist er, Pythagoras mal wieder, wie weit weg ist er von der alten Position, wie weit weg ist sein Mittelpunkt vom alten Mittelpunkt und wie lange hat es gedauert zum Klicken. Wie viel Zeit ist verstrichen seit dem letzten Aufruf dieser Funktion? Das schreibe ich einfach mit als Tripel pro Klick, nur beim ersten Mal nicht. Und zum Schluss gebe ich das Ganze aus. Also ziemlich geradlinig. Wenn man das jetzt mal macht. Ich probiere es jetzt mal tatsächlich mit der Maus. Ein paar Mal, also Selbstexperiment. Na, schon. Alles natürlich ein bisschen unsauber. Die Mausbeschleunigung ist noch an. Inwiefern wird die Mausbeschleunigung diese Ergebnisse beeinflussen? Sie sehen, dass die Maus dann doch gerne übers Ziel hinausschießt. Da muss man Leute wirklich für bezahlen, für solche Experimente. Freiwillig macht das keiner. Okay, ich mache hier mal Feierabend an der Stelle. Also er wird diese Werte irgendwie rausgeschrieben haben. Und wenn wir die uns angucken, oh je, Trenner nicht beim Komma, sondern beim Semikolon, sowas, ja. Der erste müsste stimmen. Ich bin gerade überlegen. Nee, der erste stimmt nicht. Den nehme ich mal weg, den lösche ich mal. Zahlen löschen. Und beim letzten habe ich auch, glaube ich, irgendwas noch erzählt, bevor ich beendet habe. Dann mache ich auch mal Zahlen löschen. So, was wir jetzt sehen, ist die Größe. Wie viel Pixel war dieser Knopf breit und hoch? Wie weit weg ist er gewandert? Wie weit ist der Mittelpunkt gewandert?
Und wie lange hat es gedauert, bis ich ihn geklickt habe? Immer die große Überraschung, ob so ein Freistil-Experiment vor Publikum dann auch wirklich funktioniert. Ah, ich sollte noch sofort sagen, was eben Fitz behauptet. Was er einführt, nennt sich den Index of Difficulty. Den Index, den Anzeiger der Schwierigkeit, Index of Difficulty. Wie schwierig ist es, einen Knopf zu klicken? Bei ihm waren es keine Knöpfe, er hatte irgendwie eindimensionale Bereiche mit Alufolie irgendwie abgeklebt oder sowas, lange her. Difficulty. Was er als Index of Difficulty bezeichnet, ist der Zweierlogarithmus. Falls Sie sich jemals im ersten Semester gewundert haben, wozu Sie Logarithmen brauchen, wenn es um Wahrnehmung geht, dann braucht man Logarithmen. Der Zweierlogarithmus aus 1 plus. Jetzt überlegt man sich, okay, was ist schwer? Schwer ist weit auseinander, eine große Distanz ist schwierig, wenn ich weit gehen muss. Und wenn das Ziel klein ist, das ist schwierig. Also nehmen wir hier dann doch die Entfernung. Ich schreibe hier einfach mal Distanz. Nehmen wir die Distanz durch die Größe. Damit meinte ich die Seitenlänge oder den Durchmesser. Die Distanz durch die Größe. Das ist, was er als Index of Difficulty bezeichnet. In der Originalarbeit fehlt hier noch die 1 plus. Generationen danach haben sich überlegt, mit der 1 plus ist es irgendwie schöner. Zum Beispiel wird es dann nicht negativ, wenn da 1 plus steht. Wenn die Distanz 0 ist, haben Sie den Logarithmus aus 1, wird 0. Aber es scheint auch besser an die Kurven dran zu passen, wenn hier steht 1 plus. Und Distanz durch Größe bei den Pixeln oder Zentimetern gemessen, das heißt, das ist wirklich dimensionslos, das ist physikalisch korrekt, was ich hier ausrechne. Es ist mit den Einheiten korrekt zu machen. Wenn die Distanz größer wird, wächst der Index of Difficulty, es wird schwerer, größere Distanz. Wenn die Größe größer wird, das Ziel größer wird, ein größeres Ziel, dann wird das hier innen kleiner und dieser Index of Difficulty sinkt. Das ist also, was man sich grob vorstellt, auch von der Auffassung her. Warum gerade der Zweierlogarithmus? Der Gedanke ist, wenn das mein Ziel ist und ich bin hier, ist der Gedanke, dass das Hirn eigentlich sowas veranstaltet, ohne dass es uns das mitteilt und ohne dass man das in der Bewegung dann tatsächlich sieht, dass das Hirn in groben Zügen das Ziel ansteuert. Vielleicht nicht so schlimm, aber vielleicht, naja, das muss ich ein bisschen anders malen, vielleicht so, 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 dass das Hirn in proportional kleineren Zügen immer zum Ziel steuert, die Hand zum Ziel steuert. Das ist der Gedanke dahinter. Wenn ich doppelt so weit weg bin, dann brauche ich eben so und so viele Schritte mehr. Nicht so und so viel, ein so und so Vielfaches der Schritte, sondern so und so viele Schritte mehr. Das ist der Gedanke, dass man mit exponentiell schrumpfenden Zügen eigentlich zum Ziel kommt. Deshalb der Logarithmus, von der Idee, von der Theorie her. Es gibt sehr viele Arbeiten dazu, in denen das auch gut hinkommt. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, was hier passiert. Also ich vergleiche es mit dem Zweierlogarithmus. Zweierlogarithmus, wenn man ja irgendwie von Informationen ausgeht, Bits, mit dem Zweierlogarithmus aus 1 plus Distanz durch Breite. Das war die Distanz. Das war die Breite. Mit dem Ding will ich es vergleichen. Das ist der Index of Difficulty. Und die Annahme ist, das kann ich ja auch schon mal hinmalen, die Annahme ist folgende, das ist das Modell und damit Fitts Gesetz, das ist das Modell, dass die Zeit, die man braucht, um etwas zu klicken, das in einer Distanz so und so viel ist, von einer Größe so und so viel ist, oder klicken, sich dahin zu bewegen mit der Hand und es anzuwählen, wie auch immer man das macht, mit der Maus oder mit dem Finger direkt, Touchscreen oder mit einem großen Laserpointer, dass diese Zeit ist eine feste Konstante, so ein fester Versatz, so eine allgemeine grundlegende Reaktionszeit plus ein Vielfaches von diesem Index of Difficulty. 1 plus Distanz durch Größe. Das ist Fitts Gesetz.
dass das typischerweise gilt. Dieses B wird dann messen zum Beispiel, wie flink jemand ist, wie schnell komme ich von A nach B und wie genau jemand ist. Alles in eins zusammengerührt. Das ist die wesentliche Annahme in diesem Modell, die wesentliche Zutat in diesem Modell, dass Distanz und Größe nicht einzeln vorkommen, sondern dass es auf das Verhältnis von Distanz und Größe ankommt. Und dieses B sagt uns dann erstmal was über die Person, die das Experiment macht. Wie schnell ist diese Person? Wie genau ist diese Person in einer Zahl? Und es sagt uns auch über die Art des An-User-Interface was. Habe ich eine komische Maus, die ich nicht ordentlich bedienen kann, dann wird dieses B groß werden höchstwahrscheinlich. Die Schwierigkeit wird heftig reinschlagen. Und habe ich irgendein Gerät, vielleicht mit dem Finger direkt, das sich jetzt sehr gut bedienen lässt, dann wird dieses B klein sein. Die Schwierigkeit schlägt nicht so ins Kontor bei dieser Zeit. Mal sehen, was hier passiert ist. Risiko. Die beiden möchte ich jetzt plotten. Das ist also die Zeit, die es wirklich gedauert hat. Und diesen Index of Difficulty. Ich möchte sehen, ob es da tatsächlich den behaupteten Zusammenhang gibt. Einfügen Diagramm. Als XY-Diagramm. Mal gerade überlegen, Datenreihen. In der C-Spalte standen die Zeiten, die will ich aber als Y haben. Also ich möchte hier die D-Spalte, das war der Index of Difficulty, den möchte ich als X haben. Und die C-Spalte, das war die Zeit, die möchte ich als Y haben. Oh. Wir sehen, der Zusammenhang ist jetzt nicht so überzeugend. Wenn man in die Literatur guckt, sieht das immer so viel besser aus. Wenn man das gerade mal so auf die Schnelle macht, sehen Sie, man könnte jetzt hier sogar ganz dreist noch sagen, Trendlinie und den Korrelationskoeffizienten, auweia, Korrelationskoeffizienten 0,04, das heißt mit anderen Worten, das können wir statistisch vergessen. Immerhin ist die Trendlinie steigend und nicht fallend, das wäre ja noch schlimmer, wenn sie fallen würde. Das Problem scheint zu sein, was ich hier sehe, ist, ich habe immer so eine grundsätzliche Reaktionszeit von 0,6 Sekunden. Dieses A, was in der Gleichung vorkommt, Sie sehen, oder 0,8 Sekunden sogar, dieses A, was in dieser Gleichung vorkommt, scheint das Ganze hier so stark zu bestimmen, dass das B ziemlich egal ist. Und ich habe natürlich extreme Fluktuationen. Das muss man echt mal unter geordneten Verhältnissen testen. Vielleicht auch nicht zweidimensional, sondern nur eindimensional und ohne Mausbeschleunigung. Diese Streudiagramme, die Sie in der Literatur finden, die sehen alle immer viel besser aus. Also das wäre vielleicht nochmal ein Job, das mal mit Konzentration selber zu machen. Aber im Prinzip ist das die Idee, ich plotte die Zeit als Y, ich plotte den Index of Difficulty als X und versuche dann, da einen Zusammenhang zu erkennen. Wir sehen, naja, wohl nur unter Laborbedingungen. Also unabhängig davon, ob man das jetzt hier nun genau nachvollziehen kann oder nicht, gibt es so einige interessante Geschichten, wo das eben in der Mensch-Maschine-Schnittstelle Realität berücksichtigt wird. Das hatte ich schon mal erwähnt, bei Apple die Menüs, hier oben mit dem kleinen Apfel, wie auch immer, bei Apple die Menüs kleben ja am Rande, beim Apple Mac sollte ich sagen, Mac OS, da klebt das Menü ja am Rand des Bildschirms und nicht wie bei Windows im jeweiligen Fenster drin. Der Vorteil ist, wenn Sie hier mit der Maus ein Menü auswählen, müssen Sie nur den Rand treffen. Sie müssen nicht genau diesen Streifen hier treffen, auf dem was steht. Sie müssen quasi nur in diesen unendlich ausgedehnten Streifen zielen. In eine Richtung ist es unendlich ausgedehnt, die Fläche, in die ich ziele mit der Maus. Das macht das Ganze schneller. Ich muss nicht genau dieses Rechteck treffen, ich ziele einfach hier hin. Die Maus bleibt dann ja hier oben am Rand stehen. Ich kann in diesen unendlich langen Streifen zielen, macht es schneller. Dann haben wir das bei Windows natürlich umgekehrt und bei Mac natürlich auch beim Dock, aber bei Windows umgekehrt zuerst mit der Startleiste, hier die Startleiste. Dasselbe natürlich nach unten, wenn Sie hier unten die Startleiste ansteuern.
Sie können tatsächlich bis ganz unten an den Rand gehen, also scheinbar unter den Knopf drunter, und trotzdem funktioniert es. Ich muss nicht diesen Knopf ansteuern, ich muss nur nach unten zielen. Ich kann auch diesen Bereich hier ansteuern, ne? Ich kann auch diesen Bereich ansteuern, um den zu erwischen. Ich glaube, das war Windows 2000, da gab es ein Problem mit dem Startknopf, dass der Startknopf wirklich so gemacht war, dass man nicht drunter zeigen durfte. Das war natürlich ein Drama, dass man nicht dahin zeigen durfte. Dann ging der Startknopf nicht auf, man musste wirklich auf den Startknopf treffen. Das war eine Fehlkonstruktion, aber inzwischen sehen Sie, ich kann hier ganz unten und klicken. Windows 8 hat keinen Startknopf mehr, ist eine andere Geschichte, aber Windows 7 immer noch. Also so ist es dann in Windows berücksichtigt, zum Beispiel. Und insgesamt natürlich beim Mausklick rechts, Kontextmenüs. Ich schreibe jetzt einfach mal nur ganz dreist, Kontextmenüs beim Mausklick rechts. Wenn Sie rechts klicken, haben Sie einen sehr kurzen Weg zum Menü. Sie müssen jetzt nicht hier oben hin, sondern Sie klicken rechts und Sie haben einen kurzen Weg zum Menü. Sollte auch deutlich schneller sein. Es ist erstens logischer, weil ich sagen kann, ich hätte jetzt gerne Funktionen für dieses Ding. Hier in dem Programm offensichtlich nicht so spannend. Aber es ist ein kürzerer Weg. Auch direkt am Mauszeiger. So ist dann Fitts-Gesetz in der Praxis auch zu sehen. Und diese Konstanten A und B, wenn man die dann tatsächlich misst, vernünftiger misst, als ich das eben gerade vorgeführt habe, sagt einem das wirklich was über die Benutzerin, den Benutzer, wie schnell ist sie oder er. Und es sagt mir auch was über das Gerät, was da jeweils verwendet wird. Wie schnell ist dieses Gerät? Also man findet tatsächlich in einigen Studien dann, wo dann Mäuse oder Zeiger irgendwelche verschiedenen Art verglichen werden, diese Konstanten angegeben, um die Gerätschaften zu vergleichen. Es gibt noch einen Verwandten, der in der Ecke immer erwähnt wird, schreibt sich so ähnlich, deshalb will ich den hier auch nicht vergessen, den Herrn Hick. Ordentlich, den Herrn Hick. Das Hicksche Gesetz. Auch eine logarithmische Geschichte. In dem einfachsten Fall ist das so, ich habe eine Tafel mit Lampen und ich habe ein Schaltbrett mit Tastern. Und der Job ist, wenn irgendeine Lampe hier oben aufleuchtet, muss ich den passenden Taster drücken. Wie schnell dauert das? Und auch da natürlich wieder Überraschung, ein logarithmischer Zusammenhang. Die Zeit ist irgendeine Konstante, die heißt dann da gerne b mal der Zweierlogarithmus von n plus 1. Und das hier sind dann n-Tasten, n-Lampen und n-Tasten natürlich. N-Lampen, n-Tasten. Auch das ist so ein logarithmischer Zusammenhang wieder. Also es hat anscheinend was mit Informationsverarbeitung im Hirn zu tun, dass Informationen irgendwie zu Gruppen zusammengeschachtelt werden und dann so vom Groben ins Feine irgendwie sortiert werden. Und eine interessante Idee an dieser Stelle noch, ein paar Leute benutzen diese Konstante hier und sagen, damit können wir eigentlich den Intelligenzquotienten messen. Also wenn Sie sich angucken für eine Testperson, wie lange dauert es, bis die Testperson bei 32 Lampen den passenden von 32 Knöpfen gedrückt hat oder bei 16 Lampen den passenden von 16 Knöpfen gedrückt hat, wie lange dauert es, dann sagt Ihnen diese Zeitkonstante, sagen einige Leute, ich sollte die Literatur dann noch angeben, sagen einige Leute, okay, diese Zeitkonstante sagt eigentlich was über den Intelligenzquotienten. Wie schnell erfasse ich diese Informationen und wie schnell reagiere ich drauf? Da scheint es eine bedeutende Korrelation zu geben. Die Anwendung dann hier, das Fitts-Gesetz, sehen Sie bei der Platzierung der Menüs angewendet, und das Hicksche Gesetz kann man zum Beispiel anwenden auf die Länge von Menüs. Das ist aber dann auch wieder eigentlich banal. Offensichtlich, je länger ein Menü ist, umso mehr Zeit werde ich brauchen, um darin was zu finden. Sie sehen, das passt von der Übertragung nicht so hundertprozentig zu dem Experiment, aber es gibt dann natürlich auch Untersuchungen, die sich die Länge von Menüs angeguckt haben. Er selbst hat irgendwie eine Art Morsegerät oder sowas umgebaut, ein ziemliches mechanisches Monstrum anscheinend, wenn man sein Paper liest. Aber sowas Ähnliches wird für Menüs gehen. Je länger Menüs sind,
umso länger wird es dauern, irgendwas rauszusuchen aus dem Menü. Das ist dann die Anwendung auf die Praxis.